Ach, wie herrlich. Es geht wieder los. Erste Pflichtveranstaltung der neuen Saison, eine Woche vor Bundesliga-Start. Wie jedes Jahr antreten im DFB-Pokal. Zum Auftakt der neuen Fußballspielzeit geht südwärts nach München zu den Blauen, zum TSV 1860. Die denkbar schwierigste Aufgabe, die du haben kannst als Bundesligist, wenn du in der ersten Runde bei einem Zweitligist spielst, der schon total im Wettbewerb ist, der schon zwei Spiele absolviert hat, der schon einen Spielrhythmus hat. Der Rhythmus positiv, die Bilanz eher nicht. 60 mit zwei Niederlagen, zwei Gegentreffern, null Toren zum Saisonstart. In zwei Spielen zwei Gegentore nur bekommen und beide aus Standards. Das heißt also, wir haben aus dem Spiel raus noch kein Gegentor bisher bekommen. Sind da gut organisiert, sind da sehr fleißig, was die Sachen angeht. Haben natürlich aber auch Schwierigkeiten gehabt, noch mit den eigenen Torchancen, was man, oder auch das Rausspielen von Torchancen und Tore zu machen. Aber die Basis der Mannschaft stimmt. Ne? Heißt, die leichte Schulter gibt's auch hier nicht. Nicht in der Liga, nicht im Pokal. Ausnahmen keine. Das schließe ich jetzt einfach mal aus. Dass wir 1860 München nur im Ansatz unterschätzen würden. Ja? Ja, deswegen, das gehört sowieso zum Profitum dazu, dass man solche Dinge unabhängig vom Gegner so angeht. Wir wollen die nächste Pokalrunde einziehen. In diesem Wettbewerb geht das eben nur mit Sieg. Pokallogik relativ simpel. Von daher ist doch klar, 60 München geht in das Spiel rein, kann in diesem Spiel nur gewinnen. Ja, und wir sind diejenigen, die total unter Zugzwang sind. Deswegen ist es ja so schwierig, diese Partie auch. Zum ersten Mal trifft die TSG im Pokal auf 1860 München. Überhaupt spielt man erst zum dritten Mal gegeneinander. Und dieses Mal sind die Vorzeichen eben kompliziert. Schwieriger geht es in der ersten Runde nicht. Wir müssen uns da irgendwie durchbeißen durch diese Partie. Da irgendwie, dass wir diese Hürde nehmen, dass wir dort die Widerstände überwinden. Aber das wird, wie gesagt, die denkbar schwerste Aufgabe. Die zum Pflichtspielauftakt zu meistern, wichtig, keine Frage, bevor es dann 7 Tage später losgeht mit dem Ligaspielbetrieb.